Ich bin der Babysitter von der ganzen Stadt und weiß, dass eins der Baby schon ein Hobby hat. Er singt so gern den Babysitter Boogie Woogie Song und er geht. Man hört, dass sie die Babys musikalisch sind und viel mehr von Musik verstehen als sonst ein Kind. Und jedes Mal, wenn ich den Kind... Ja gut, wie das kommt, ist eigentlich, habe ich mich mehr oder weniger mit dem Chef da, der war gerade da, und da habe ich mich eigentlich mal vorgestellt mit Bildern, mit Fotos. Da habe ich gesagt, eigentlich können wir doch mal das zwischendurch machen. Das wäre doch eigentlich ein Kontrast oder passt ja dazu. Die Autos sind ja praktisch auch aus der Zeit, also man gehört auch sowas dazu. Und so ist es eigentlich mehr oder weniger entstanden. Ja, also ich bin Meister Walter, komme aus Crailsheim und wir befinden uns jetzt im Moment in Augsburg in der Messe. Ich bin schon seit 6-7 Jahren hier. Ja, fast immer mit dem selber, gleich ein bisschen nicht ändern. Ja, von den 60er, 50er, 60er Jahre eigentlich. Mir macht es eigentlich Spaß, riesig Spaß, dass man das den jungen Leuten praktisch noch zeigen kann, wie man mal früher gelebt hat, beziehungsweise miteinander gelebt hat. Ja, das war ja ein Miteinander. Und ich finde immer, das ist alles rund, das ist alles immer rund gemacht. Ich finde immer, das sind Rundungen wie bei einer Dame. Die haben auch Rundungen. Und so ist das praktisch vergleichbar. Ja. Ich habe auch einen Oldtimer, alter IFA-DKW, den habe ich auf den Ausstellungen noch gar nicht gesehen, was ich habe. Ja, dieser Kombi hinter mit Holzvertäfelung ist der. Also ganz selten, wenn ich mit dem eigentlich rumfahre, das ist eigentlich Augenweide. Ja. Ich habe mich zum Beispiel letztes Jahr, na vor 2 Jahren war es, in Friedrichshafen an der Messe. Ich meine, das ist kurios. Da unterhält man sich ja mit Leuten, auch wo ich daherkomme und etc. Und dann habe ich mit jemandem unterhalten, seine nette Begleiterin, einen Hut hat er aufgehabt und so einen Zwiebelbart. Okay, gut. Im Hinterkopf, wenn man denkt, den kennst du doch irgendwo her. Mit dem man bestimmt eine halbe Stunde unterhalten. Dann habe ich gesagt, naja, ob er einen Kaffee trinken will. Na, er hat jetzt keine Zeit, aber er kommt vielleicht später noch einmal. Und hinterher hat sich herausgestellt, dass es der Herr Lichter war. Der Fernsehkoch. Ja, und ich bin eigentlich da nicht drauf gekommen. Ich habe 63 habe ich einen Führerschein gemacht. Dann habe ich ganz ein halbes Jahr habe ich einen 54er VW gehabt mit dem ovalen Fenster. Und dann bin ich einmal in Maxhof, das ist am Rand von München, bin ich mit meinem VW vorbeigefahren, sicher Park war dieser Bella steht, Bremsen eingehaut, sag, der muss sein. Und den habe ich dann auch gekauft. Dann ist der VW gleich weggegangen, obwohl das auch ein schönes Auto war. Und da ist dann mit der Oldtimerei angegangen, habe ich 6 Parkwagen gehabt, gesammelt. Hast aber auch keine Garagen gehabt, sind immer im Freien gestanden. Aber auf einmal habe ich immer schon, wenn einer vorbeigefahren ist, wenn ich mal einen Säuren hätte, das war was. Und, Feigred, da habe ich meinen 50. Geburtstag gefeiert, dann habe ich so ein Heftel gemacht von meinem Leben. Und die letzte Seite hinten drauf war ein Pudel reingelebt von einem Armeewagen. Was wäre mein letzter Wunsch, dann habe ich hingeschrieben, einen Armeewagen, und jetzt habe ich. Schon 13 Jahre. Oder? Ist da eine Geschichte? Ja, ich bin der Martin Meierhofer, eigentlich aus München. Und seitdem, dass ich Rentner bin, wohne ich in Kaufering. Und in Kaufering habe ich noch meine Spätzin vom Oldtimer Club Kaufering kennengelernt. Und seitdem machen wir das jetzt 23 Jahre mit einem schönen Oldtimer-Treffen im September. Und was soll ich noch sagen? Also der gehört jetzt zum Beispiel mir. Und der daneben auch, die Parkwart Isabella, fahre ich übrigens schon 50 Jahre, seitdem dass ich einen Führerschein habe, fahre ich Parkwart. Und habe einmal 6 Stück gehabt und das ist der letzte. Ich bin Rentner, ich komme fahren, wenn es mir einfällt. Manchmal fahre ich in der Früh schon um 8 Uhr am Wert hinüber, verstehst? Mache einen Frühschoppen oder was. Und dann fahre ich halt alles spazieren oder nach München, was ich mag fahren. Zuerst war einer da gewesen, der hätte mir 35.000 Euro gegeben, dann sage ich, du, was tue ich denn mit dem Geld, wenn ich mit dem Auto fahre? Mit dem Geld hast du nichts. Zinsen kriegst du auch keinen momentan. Nein, ich fahre schon gemütlich und weißt was, ich habe mir jetzt 13 Jahre. 13. Jahr. Und wenn du den normal fährst, kannst du so ein Auto gar nicht aufhören. Wünsche ich jetzt gar nicht. Also, das Auto war mein letzter Wunsch. Außer Gesundheit brauche ich nichts. Oder?
Sag mal, ja. Ja, super, hat er nicht einmal eine Viertelstunde gedauert. Danke, super. Ja, ihr wart's. Super.